Ich begrüße euch zur zweiten Episode von Get Ready for Snow. Wir starten heute mit den Boardlängen. Die Boardlänge ist abhängig von Körpergröße, Körpergewicht und deinen Anforderungen an das Brett. Orientiert euch hier an Längen zwischen Schulter, Kinn und Nase. Grundsätzlich gilt, ein kürzeres Brett ist drehfreudiger, eignet sich besser für Tricks und ist leichter zu handhaben für Einsteiger. Ein längeres Brett hat durch mehr Fläche mehr Auftrieb und gewinnt an Stabilität und Laufruhe. Proportional zur Länge steht die Boardbreite. Whiteboards sind extra breit geschnitten. In den meisten Fällen braucht ihr diese Version ab Bootgröße 45. Die Boardbreite wird in der Mitte vom Brett gemessen. Über Boards wisst ihr jetzt Bescheid. Wie man seine Bindung richtig montiert, zeige ich euch jetzt. Die meisten Boardmarken geben euch den optimalen Stand vor. Den Bindungswinkel stellt ihr durch Drehen der Disc ein. Orientiert euch jeweils an den kleinen Pfeilen auf Baseplate und Disc. Ich empfehle euch einen Winkel zwischen plus 12 und plus 18 Grad vorne und zwischen minus 6 bis minus 18 Grad hinten. Schrauben immer handfest und über Kreuz reindrehen. Stellt euren Boot in die Bindung und kontrolliert, ob die Straps im geschlossenen Zustand mittig auf dem Boot sitzen und ihr die Ratschen schließen könnt. Bei allen Bindungen lässt sich die Straplänge anpassen. Nun checkt ihr, ob euer Boot mittig auf dem Board steht und der Überstand von Zehen und Ferse gleich ist. Stimmt der Überstand nicht überein, könnt ihr es anhand der Disc angleichen. So sollte euer Endresultat aussehen und jetzt kommen wir zu den Boots. Nicht die schnellste, aber genaueste Variante ist der Schnürsenkel. An welchen Stellen der Boot fest oder etwas gemütlicher sitzen soll, ist euch hier selbst überlassen. Deswegen ist das System für die meisten Fahrer immer noch das beliebteste. Das Bohrsystem gehört zu den Schnellschnürsystemen. Über das Rädchen könnt ihr den Boot zudrehen. Je mehr Rädchen ihr habt, desto genauer könnt ihr die verschiedenen Zonen einstellen. Ein anderes Schnellschnürsystem ist das Fast Lacing. Hier könnt ihr meistens mit zwei Griffen, entweder vorne oder seitlich angebracht, die unterschiedlichen Zonen separat schnüren. Ein guter Schuh ist es dann, wenn eure Ferse fest umschlossen ist. Achtet deshalb darauf, dass euer Innenschnürsystem mit der gleichen Sorgfalt geschnürt wird wie euer Außenschuh. Bei neuen Schuhen ist es wichtig, dass ihr in der Länge den Innenschuh leicht vorne berührt und der Kontakt sich löst, wenn ihr in die Knie geht. Weichere Boots bieten eine größere Bewegungsspanne und sind deshalb fehlerverzeihender. Wählt den Härtegrad eures Boots nach euren Vorlieben und Fahrverhalten. Grundsätzlich gilt, härtere Schuhe sind stabiler und bieten deshalb eine direktere Kraftübertragung. Macht den Schuh zu eurem wichtigsten Teil in eurem Setup. Wählt ihn mit großer Sorgfalt aus. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.